Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Crew 2. Ja, wir haben heute hier wieder das neue Oktober-Update und da haben wir einen wunderschönen Aerial Nomade bekommen. Das Auto kennen wir schon aus Horizon und diversen anderen Spielen und ich würde sagen, wir schauen gleich mal, was wir bei den Wagen so denn anpassen können. Aussehenmäßig können wir ja eigentlich nur die Felgen ändern. Felgen und Bremssattel dementsprechend, ja, geht da eigentlich nichts. Wir können hier mal ja die Teile verbauen, die wir bereits haben. Haben wir denn was höher als wie 90? Jawohl, 96. Er hat da nix. Er ist jetzt nicht der Überdrüberwagen, was die Leistung angeht. Außer wir bauen es schnell bei unserem aktuellen aus. Das können wir mal kurz machen. Übrigens, hier ist alles leer. Fragt mich nicht, warum. Es ist ja so. Genau, dann wählen wir hier mal das Fahrzeug. Ist das unser stärkster aktuell? Ich weiß es gar nicht. Ne, warte mal, wir haben doch irgend so ein Bike aufgebaut, oder? Das sind die Hovercrafts, die werden wir uns nachher noch ansehen. Gut, hat auch nur 91, sehe ich gerade, die Monster. Das ist nämlich unser aktuelles Flaggschiff hier. Ja, gut, dann fahren wir mit Stufe 90. Da werden wir mal ein bisschen hier Rally Raid fahren. Wir werden hier noch kurz das Hovercraft für die nächste Folge reinholen. Können dann währenddessen hier parken. Aber ja, das kommt dann das nächste Mal. Wir fahren jetzt hier mal. Und dann bin ich schon gespannt, wie sich der Aerial so schlagen wird. Perfekt gekleidet sind wir schon mal für das Ganze hier. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch ein passendes Rally Raid Event. Dementsprechend hier mal auf Offroad. Warte mal, warum ist hier Life Extreme nur 83%? Gibt es jetzt drei Schwierigkeitsstufen hier? Gut, ich weiß trotzdem nicht, warum ich hier nur auf 83% bin. Wir werden auf jeden Fall hier mal Rally Raid fahren. Und zwar so. Da wäre 110 benötigt. Die sagen alle 110 hier, wenn ich auf schwer gehe. Egal, wir probieren es einfach mal hier das Bayo. Machen wir mal eine Blitzreise hin. Und dann schauen wir mal, wie sich der Aerial hier schlagen wird. Da bin ich jetzt echt schon gespannt hier. Neunte Dimension. Ob wir hier wirklich das benötigen, was angegeben ist. Ich glaube es fast nicht. Leicht sind wir auf jeden Fall mit dem Ding hier. Ich muss aber ehrlich zugeben, mit dem Oktober-Update hätte ich mir ein bisschen ein anderes Fahrzeug gewünscht. Aber gut, das kann man sich halt nicht immer aussuchen. So, wie kommt es denn hier im Wasser zurecht? Ja, ist eigentlich gar nicht so langsam hier, für das, dass wir komplett im Wasser sind. Wir sitzen aktuell auch im Wasser. Nicht, dass ich da irgendwie einen Fisch zwischen unsere Pedale und ja, das Ganze klemmt. Wäre natürlich nicht so fein. Ja, wir sind aktuell aber am Verlieren hier. Nun leg endlich einen Zahn zu, sonst knackst du den Rekord nie. Gott sei Dank war hier der Baum, Leute.
Dann sind wir vorne zwar nicht viel, aber wir sind's. Nein! Auf den letzten Metern jetzt mal verloren hier. Schade. Die Leistungsstufe hat das echt nicht ausgereicht. Jetzt, wenn man die Sache nicht wahrhaben will, kriegt man jetzt trotzdem was? Wir haben sie immerhin abgeschlossen. Nein, keine Belohnung für uns. Mist, schade. Ich wäre das gern jetzt hier... Besser gesagt, ich hätte gerne mal herausgefunden, was die nächste Schwierigkeitsstufe ist. So. Gut, Hovercraft ist jetzt mit dabei. Wir fahren aber weiter hier im Rally Raid. Und zwar hier, dann machen wir einfach mal das hier. Und dann schauen wir mal, ob es uns hier besser geht. So, es ist mal wieder in der Nacht. Ich dachte schon, das sitzt auf dem Quad. So, die Dinger sind natürlich schnell hier, die Bikes. Aber der Ariel ist natürlich auch nicht von schlechter, ja, von schlechter Herkunft, sage ich mal. Der ist schon gebaut für so etwas, also der hat eigentlich im Spiel schon gefehlt. Und ich hätte mir doch irgendwie ein bisschen... Ich hätte mir einfach was anderes vorgestellt, dass hier im Berg kommen als wie hier in Ariel. Aber gut, immerhin kommen neue Autos dazu. Ist ja schon mal was Positives hier. Schilder leuchten hier auch ordentlich. Das ist jetzt schon ein ordentlicher Rückstand, den ich auf die Zeit meines besten Freundes habe. Puh, aber egal, einmal springen hier. Wichtig ist nur, dass ich die Gesamtzeit schlage und eventuell ein paar bessere Teile kriege, damit dass ich irgendwann mal in die Nähe der 110er Wertung hinkomme. So. Dann hier einmal durch. Ui. In 42 Sekunden längsamer als wie mein Konkurrent, sage ich mal. Hier geht es aber nur um die Bestzeit, da geht es nicht hier um die Veranstaltung an sich. Die dürfte normalerweise easy drin sein hier. So, mit solchen Fehlern wird es natürlich immer schwieriger. Da können wir zum Glück noch schön drüber springen. Schlage 3,33. Schau, da waren wir sogar noch mal 30 Sekunden schneller, als wie wir es eigentlich hätten sein sollen. Ja, fast Kult 40 sogar noch geworden. Zwei Teile haben wir gewonnen. Dann schauen wir gleich mal, ob die uns auch was bringen.
95er Auspuff ist schon mal super. 96er Federung ebenso. Schau mal kurz, was das Bike hier verbaut hat. Also warte mal, 89 kann drin bleiben, kann auch drin bleiben, kann auch drin bleiben. Ja, da haben wir sowieso nichts. Hier 105, das ist super. Getriebe 99 bringt auch was. Und hier haben wir sowieso nichts, hier auch nichts. Dann würde ich sagen, geht's gleich mal weiter zum nächsten Rennen. Versuchen wir uns gleich nochmal hier, weil vorm Rumstehen wird das Auto auch nicht schneller. Es wird vielleicht älter, aber das war's dann auch. Dementsprechend würde ich sagen, fahren wir hier das Portfolio. Das finde ich eigentlich relativ mega. Komm. Auch mal hier wieder ein bisschen Bucks verdienen. Können wir uns mal wieder ein neues Auto ansehen. Ford Raptor ist halt einfach viel zu riesig für das Ganze hier. Oh, das ist ein Wolf gewesen. Beeindruckende Landschaft, oder? Ganz schön gesprächig, ha? Huh? Sei vorsichtig. Das Terrain ist schwierig. Ah, sei still. Schnell ein Unfall. Also ich glaube, ich habe definitiv ein bisschen aufgeholt auf dich. Oder ausgebaut. Sagen wir mal so. Es geht hier nicht um das Ziel. Es geht um den Weg. Wobei hier so ein Schwachsinn. Eigentlich um beides. Pass auf, eben. Sonst musst du unterwegs noch meditieren. Das hier sind richtige Rennen. Scheiterte der Akte so ein bisschen bei dem Auto hier in Topspeed. Hey, permanent im Begrenzer reinknattern ist halt auch nicht nice. Wird nur, wenn es ein Sieg wird, ein knapper Sieg. Haben wir zu viele Fehler gebaut? Oder zu viele Fehler gemacht? Ich bin echt froh, dass ich mich in dir getäuscht habe. Ja, wie oft muss ich mir jetzt eigentlich die Leier hier von dir noch anhören? Du sagst mir das jedes Mal wieder, wenn wir hier fahren. Verdammt gutes Rennen. So, gehen wir mal hier überspringen. Das will doch keiner hören hier. Gewinne das Rennen, werde Erster. Jawohl, haben wir gemacht. Gibt ja auch dementsprechend 15.000 Bucks. Wir sind immer noch nicht Kult 40 hier. Das gibt's doch gar nicht hier. So, jetzt wechselt wieder das Wetter zurück. Ich würde sagen, ein Rennen geht dann definitiv noch. Dann haben wir jetzt sogar 100er Bremsen.
93er Steuergerät und 94er Reifen. Da kommen wir schon immer näher der 100er Marke. Das ist schon mal gut. Beim neuen Freund im Wald spielen. So, Aktivitäten. Offroad, Rally Raid. So, dann würde ich sagen, fahren wir hier noch das Salem Woods. Wenn du deine Zeit und Energie bei einem Rennen vergeuden willst, das nichts einbringt, meinetwegen. Aber das macht uns nicht satt. Das solltest du im Hinterkopf behalten. Oh, ich habe aktuell gar nicht mal so wenig Geld, Kollege. Glaube ich halt. Der Ferrari war halt relativ teuer. Darf ich halt auch nie vergessen. Aber gut. Wir fahren jetzt noch das eine Rennen und dann sehen wir uns das nächste Mal hier beim Alligator Rush wieder. Und dann schauen wir uns hier mal das Alligatoren-Ding an. Gib einfach alles, was du hast. Wir werden sehen, ob das reicht, aber keiner kann mehr von dir verlangen. So einfühlsam. Aber ist mein Gegner. Der war schneller als ich hier. Ja, das ist normalerweise jetzt, dürfte nicht so schwierig werden. Ich habe zwar dann wieder relativ viel hier an Speed verloren. Ja, das hat jetzt Zeit gekostet. Ich glaube, da kriegen wir den aber doch nicht mehr. Der ist relativ sauber gefahren. Ohne Fehler wäre es natürlich drin gewesen. Okay, sagte ich und sehe, wie aber einen Fehler macht. Wieder die andere Linie gewählt. Die an sich schneller gewesen wäre. Du sahnst ab, also weiter so. Aber ich habe dann halt mehr Glück gehabt. Jetzt sind wir auf einmal schon cool 40. Wie geht das jetzt? Seit wann fliegt ihr auch nicht mehr? Seit wann kugelt ihr hier am Boden immer? Ja, Burnouts gehen auch damit. Siehst du, dann schauen wir gleich mal, was wir wieder an Performance da gewonnen haben. Wir haben jetzt ein 99er Steuergerät, 108er Luftfilter und 102er Auspuff. Also sind wir jetzt schon auf Stufe 99. Da kommen wir der schweren Kategorie immer näher. Und ich würde sagen, das war es jetzt an dieser Stelle für heute. Wenn es dir gefallen hat, lasst doch ein Däumchen nach oben, so wie ein Abo und eine Weiterempfehlung da. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.